hier in diesem Eis-Dungeon wird das Eis langsam ein Ende haben. Denn wir sind kurz vorm Ziel. Da oben, wo es gelb leuchtet, ist der Bosskampf, auf den wir gewartet haben, um die letzte der drei Zutaten zurückzuholen und den schlafenden König zu erwecken. Frostwurzschreien, Ende. Ernsthaft? Ich muss alles neu machen, obwohl ich auch den Teleporter erreicht habe? Na gut, wie es halt so sein soll. Okay, ich vermute mal, wir müssen hier das ganze Slip and Slide Puzzle lösen, Rätsel lösen. Oh mein Gott! Halt dich an der Wand, halt dich an der Wand fest. Immer an den Wänden festhalten. Das ist das Safeste, was man machen kann. Genau, genau. Und wenn es keine Wand gibt, dann denkt man sich alle aus. Wuhu! Stopp! Wuhu! Ja, nachdem wir den König geweckt haben, wie wird es dann weitergehen? Das sollten wir auf jeden Fall rausfinden. Und denkt ihr, das mache ich jetzt hier? Bin ich bescheuert? Also, zumindest in dieser Situation hier nicht. Na, ja, was auch immer. Stimmt, wir haben auch eine neue Ability bekommen beim letzten Mal. Und zwar diese Feuermedaille, mit der wir einen Feuerzauberspruch sagen können. Und wie ich gerade sehe, können wir das benutzen, um einfach mittendrin stehen zu bleiben. Dadurch verlieren wir unser ganzes Momentum, wenn ich das einsetze. So, und so kann man schneller unterwegs sein. Nein! Ich wusste, das würde passieren. Dang. Aber ist nicht schlimm. Der Weg hier ist sowieso meiner Meinung nach einfacher. Ja, oh nein, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Habt ihr das gesehen? Kurz vor Ende. Ja, okay, jetzt mache ich mich nur noch zur Nullnummer. Aber was wird der Bosskampf sein? Wir hatten ja einen Zwischenbosskampf, er war ein Wurm. Ich habe das Gefühl, hier könnte es vielleicht einen Schmetterling geben. Eine Motte? Sowas in der Art? Schauen wir doch einfach mal. Hallo. Oh, ich darf mich nochmal heilen. Das ist aber ein nettes Spiel. Dankeschön. Und los geht's. Was ist es denn? Zu guter Letzt war Lilly dem Orchideengarten endlich nahe. Lass mich raten, sie muss erst noch mit irgendwas kämpfen. Hey, erzähle ich die Geschichte oder du? Wie auch immer, unsere Heldin musste noch einen Test bestehen, bevor sie die letzte verbliebene Zutat einsammeln konnte. Seelen der Mönche. Unsere Geister sind voller Freude über so einen leidenschaftlichen und unverkommenen Besuch in unseren Hallen. Aber ein reines Herz allein ist nicht genug, um unseren geweihten Garten zu betreten. Die Grenzen eurer Fähigkeiten und eures Heldenmutes muss zunächst getestet werden. Wir werden euer Gegner sein. Greift uns an, Kriegerin. Ja, er hat auf jeden Fall Flügel wie ein Schmetterling. Da lag ich schon mal recht. Und Feuer macht ihm Schaden, Bomben machen ihm Schaden. Machen ihm auch Schwerter Schaden? Ja, Schwert macht Schaden. Oh Gott, der Typ macht mir aber ein bisschen Angst. Bam. Bam. Da scheint wirklich einiges drauf zu haben. Leider. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Komm, drop mal runter. Schön. Bam, 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 bam. Nimm das. Ja, ja, ist an Land, ist an Land. Angriff. Die Zombies. Verschwindet. Ich gehe offensiv in diesem Kampf drauf. Ich habe das Gefühl, es ist ja am sinnvollsten. Zurückzuhalten, habe ich das Gefühl, lohnt sich nicht wirklich. Einfach raufgehen, einfach hoffen. Das wird meine Taktik sein. Und bisher klappt es ja. Also manchmal fühle ich mich schon wie in einem Isaac-Spiel. Bei diesem Spiel. Was ist denn noch? Oh, wie viel Leben hat er denn bitte? Lebensanzeige wäre mal gut in dem Spiel. Bam! Oh, ich sterbe, ich sterbe! Ein Leben! Ein halbes Leben! Boah! Ich bin Teil der Totenköpfe. Aber nein, wir haben ein One-Up! Was uns komplett heilt? Okay, wir haben gewonnen. Ich kann einfach jetzt einfach nur spammen. Ich habe einfach gewonnen. Ich kann nicht mehr verlieren. Also wirklich nicht. Na komm, dann geh jetzt unter. Ich habe noch zwei One-Ups.
Also komm, gib einfach auf. Kollege, es lohnt sich nicht mehr für dich. Vertrau mir. Es lohnt sich nicht mehr. Bam, 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 bam. Trotzdem spawnt er seine Zombies. Kommen von ihm die ganze diese Zombies überall? Im Schneegebiet? Sind die von ihm? Dann wäre er vielleicht doch nicht so nett, wie er sich hier ausgibt. Dann ist er eigentlich der Böse in dieser Geschichte. Allein dafür muss ich ihn auslöschen. Wenn das mal klappen würde. Mann, ich treffe ihn nicht mit meinen Bomben. Es nervt. Wirklich. Bam! Fatz, fatz, jetzt geh weg endlich! Verschwinde! Hau ab! Muss mich langsam heilen. Jetzt oder nie? Schön. Und weiter geht's. Boom, boom, boom. Ja, drop ruhig runter. Trau dich nur. Dass er immer noch lebt. Obwohl seine Flügel. Ja! Rausgerissen. Und Herzcontainer. Eingesackt. Genauso wie die Zutat. Die frostige Zutat. Ey, die Gehirne. Na, egal, ich hab schon 60 Stück. Ich weiß nicht, die planen jetzt schon eine Party für Lillys Rückkehr. Mit einer Parade und vielleicht sogar einer Kokospinata. Ho, 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 nicht ganz, kleiner Mann. Sieh mal, Kokos war endlich bereit, seinen Plan umzusetzen, der den König niemals erwachen lassen würde. Nein. Was ging da ab, Opa? Es war so, wie alle befürchtet hatten. Der Hexer Kokos griff das Königreich an. Nein! Komm schnell zurück, Lilly! Untertan von Orchidee, euer junger Rekrut lässt mir keine andere Wahl. Boah. Attacke, meine widerlichen Lakaien! Zerreiß das Königreich, während ich meinen finalen Bann vorbereite. Und Obacht! Wer mir den Kopf meines Bruders bringt, wird mein Statthalter! Meines Bruder bringt. Super. Ab in die Sammlung. Hopp, 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 hopp. Ganzen Gremlins. Das gibt's doch nicht. Der haut auf den Boden. Die Ritter kämpften heldenhaft, um ihr Königreich zu verteidigen, aber die blutrünstigen Orks erwiesen sich als gnadenlos. Die fürchterlichen Invasoren stürmten in das Schloss, begierig darauf, ihr alleiniges Ziel zu vernichten. Nur noch die besten Ritter des Reichs standen zwischen dem schlafenden König und der Ork-Armee. Das ist der Tag, für den wir trainiert haben. Schützt den König bis zum letzten Mann. Nein, ihr schafft es nicht rechtzeitig zurück. Das ist das Ende. Gerade als es so aussah, als ob das Böse gesiegt hätte. Oh. Hallo, was geht denn ab? Hä? Der Rekrut ist zurück. Bitte sagt uns, dass ihr eine Eisorchidee gebracht habt. Klar doch. Achso, nee, die habe ich in meinem Kofferraum, weil ich komme nochmal zurück. Mein Spaß, hier ist sie. Ja, dann können wir den Schlaf, den könnt ihr endlich wecken. Beeilt euch, die Orks sind zahlreich und wir ermüden mehr und mehr. Alle drei Zutaten. Einen leckeren Tee für ihn. Warum schläft er denn noch? Es hat nicht funktioniert, Opa. Wach auf, König Orchidee. Musst du nur den Zauberspruch sagen. Wach auf. Und alle Orks sterben gleichzeitig. Denn die Macht des Königs ist stärker als die der Armee. Der endlich erwachte König nutzte seine royalen Kräfte, um die Eindringlinge auf ihre Plätze zu verweisen. Der Plan des bösen Hexers ist gescheitert. Vorerst. Ja! Yippie! Was machen denn diese schmutzigen Orks in meinem Thronsaal? Oh, halt, das Königreich wurde angegriffen mit einer Armee, aufgestellt von Hexer Kokos. Steckte er auch hinter meinem langen Schlaf? Mein Bruder wird bezahlen für solch Heimtücke. Mein König, eure Ritter kämpften tapfer für die Verteidigung des Königreichs, doch einige fielen. Kommandant, hab Dank für die Beschaffung der Zutaten für meine Genesung. Eure Majestät, tatsächlich war es eine junge Rekrute mit dem Herz am rechten Fleck, die sie allein beschaffte. Ist das so? Zeigt mir euer Schwertkriegerin. Da, ich war's. Oh, ich kann jetzt schießen. Nice. Ihr besitzt nur die königliche Kraft, ausschließlich geführt von meinem Geblüt. Bis jetzt. Entmachtet damit meinen Bruder. Vielen Dank, König Orchidee. Ich spüre seine grimme Präsenz im Ödland. Geht dorthin und beendet sein bösartiges Treiben. Viel Glück, meine Ritterin.
Yeah, König Orchidee ist zurück! Und Lillys Schwert ist jetzt noch cooler! Lillys letzte Aufgabe war klar. Dränge vor ins Ödland und besiege Krokus endgültig! Oha. Aktualisiert. Dort oben geht es nun weiter, oder auch nicht? Dort? Was ist denn spezifisch dort? Schauen wir mal, aber wir haben ihn König geweckt. Wir haben unsere Hauptquest gemeistert, aber natürlich ist die Story damit nicht vorbei. Wir müssen uns noch rächen und Krokus zeigen, dass er das nicht nochmal planen kann. Genau. Was für eine schöne Sache die Jugend doch ist, dass mich gerade eine heranwachsende Ritterin vom finsteren Griff meines Bruders befreit hat. Geht bitte ins Ödland und beendet es ein für alle Mal. Oh yeah! Wir können ja schon mal hingehen. Und, naja, nebenbei halt ein paar Teleporter aktivieren. Aber in den letzten Dungeon, sagen wir mal den vierten Dungeon so gesehen, möchte ich noch nicht reingehen. Kann ich nur schießen, wenn ich volle Leben habe, so wie in Zelda, oder kann ich immer schießen? Ich habe das Gefühl, nur wenn ich volle Leben habe. Weil es dann vermutlich zu stark ist. Greif ich mal an? Ja. So ist es auch. Ist aber schon ziemlich stark. Ah, Herz, Herz, Herz. Yes, komm, Herz. Okay, einfach geradeaus, den Weg folgen. Der zeigt uns schön den Pfad. Ach, und deshalb ist hier der Teleporter für den Friedhof. Warte, hier beim Friedhof soll es weitergehen? Moment mal. Aha. Oh. Verstehe. Nicht? Nicht? Das geht nicht? Mit Bombe. So. Nein. Vielleicht ist es mit Bombe möglich. Ja, ist es. Ist aber knapp bemessen, wie ich finde. Was befindet sich hier? Zwei Schätze und ein Loch. Sonnenschein im Glas war das, glaube ich. Und eine Schriftrolle, mal wieder, von Elissa. Ich wollte schon immer mal die königliche Gruft sehen. Hier liegen drei legendäre Krieger begraben, die einst den verhassten Ork-König Leugim bezwangen. Leider kamen sie tödlich verwundet zurück. Ihr letzter Wunsch war es, dass ihre Gräber denjenigen eine Warnung sein sollten, die das Ödland betreten wollen. Naja, Zeit, diese Steine beiseite zu schieben, aber ohne ihre Gebeine zu entweihen. Ups, ich hab die in die Luft gesprengt. Ach, das waren sowieso nur Props, das waren nicht die echten Gräber, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Richtig? Mist. Hab ich treffen lassen. Gar nicht gut. Oh, jetzt kämpfen wir wirklich gegen Orks. Das sind waschechte Orks. Ach, und die haben Köpfe! Ich hab mich schon gewundert, dass wir noch gar keine Gegner hatten, die, naja, Skelettköpfe droppen, aber die sind es. Sind das deren Köpfe oder hatten die die bei sich? Ich weiß nicht, was ich denken soll, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin froh, dass wir das Mysterium endlich gelöst haben. Ich sag mal jetzt einfach, dass das ein Mysterium ist. Nein, nicht den Schädel wegsprengen, ich brauch den noch. Dafür bin ich doch extra hierher gekommen. Das sprengen wir mal weg. Bam. Und noch mehr zum Wegsprengen und da unten auch noch. Aber erstmal mein Paket noch zu besiegen. Oh, das macht One-Shot von hinten. Yo. Das sollten wir ausnutzen. Sofern es geht. Hier ist Geld. Jo. Man kann so unendlich Geld haben. Scheinbar. Unendlich Geld. So viel wie man will. So viel wie möglich. Das hat doch was. Das ist doch nett. Danke, Spiel. Bam, bam, bam. Mhm. Gibt's verschiedene Wege, einschlagen kann. Oder auch ausschlagen kann. Ah, nein. Danke. Oh. 20. Wir brauchen wahrscheinlich so um die 30 von diesen Köpfen statt 20. Weil wir ja welche noch abgeben müssen an andere Leute und alles. Also sammeln wir ganz viele mit. Und ich vermute, wenn wir hier gleich wieder rauskommen, kommen wir irgendwo auf der rechten Seite wieder raus.
dieses Ödlandgebiet, wo nur die sich auch wirklich trauen und wagen, dahin zu latschen, es hinschaffen und es, na, dann wiederum auch wieder rausschaffen. Aber ich glaube daran, dass wir wieder rausschaffen werden. Bam, bam. Danke für euren Schatz. Ist alles nur Geld? Wirklich nur Geld? Kein einziges Herzteil? Nö. Dring, dring, dring. Nicht mal ein Herz. Nicht mal ein Herz für die arme kleine Lilly. Oh man. Oh, nicht noch mehr von euch. Verschwindet endlich. Warum leben die Banditen eigentlich noch? Haben wir nicht schon längst ausgelöscht? Also deren Bande haben wir ausgelöscht, aber scheinbar tun sie noch einzeln Leute beklauen. Hm. Sie ändern sich wohl nie. Schade eigentlich. Was soll's, einmal ein Dieb, immer ein Dieb. Zumindest war es bei denen jetzt hier der Fall. Flop, flop, flop. Danke. Wir werden schon noch mehr Orks bekämpfen. Gehen wir weiter. Ach, wir sind noch gar nicht fertig mit der Höhle. Oder wie ist das? Oh nein, oh mein Gott! Dass es nicht anfängt zu laggen, das Spiel. Weil so viele Gegner auf einmal sind. Gut, wir sind jetzt auch nicht beim NES, aber trotzdem. Komm. Hau mal ab. Hau mal schnell ab. Ach, Gott sei Dank. Nein! Ich wollte doch nur nach einem Herz suchen, verdammt. Okay. Oh, hier geht's weiter mit der Schoße. Nein, nein. Doch. Spiel sagt, nee, Pech. Du bist aber runtergefallen. Dann spawnst du wieder ganz am Anfang des Raumes. Das Spiel ist echt nett. Echt sehr, sehr nett. Haut ab. Verschwindet. Ich hab keine Zeit für euch. Und wehe, stört mich noch einmal ins Nichts. Hier sind so viele, hier sind so viele! Medaille, Medaille, Medaille! Oh, ich kann nicht mehr weiter. Aua! Boom! Nein! Bloß nicht! Bloß nicht! Bloß nicht! Spende! Aber hast dich! Oh, der Ausgang! Der Ausgang! Raus hier! Sind wir da? Es ist nicht der Ausgang. Es ist nicht der Ausgang. Es ist noch nicht das Ende. Auch noch nicht das Ende von diesem Spiel. Denn das Spiel geht noch weiter. Das Spielchen geht noch weiter, Freunde. Was zur Hölle wird das hier? Was für Spielchen treiben die hier mit uns? Das ist doch krank. Und boom. Yeah. Ach komm, haut ab. Keine Lust auf euch. Na, ich brauch Bomben. Ich brauch Bomben. Ich brauch Bomben. Boom. Ich brauch noch mehr Bomben. Ich brauch noch mehr Bomben. Ich brauch noch mehr. Danke. Aua. Ihr tut mir weh. Ich hau einfach ab. Ich gehe einfach weiter und berühre euch alle. Ausgang, bitte. Yes! Während sie aus der Höhle rausschritt, erblickte unsere Helden zum ersten Mal das gefürchtete Ödland. Wir sind angekommen. Im Ödland, kleingeschrieben. Ich dachte, dieses Lilane wäre einfach so ein Schlossgebiet. Nein, wir sind ja wirklich in einem Ödland. Oh, ein Schatz. Oh, Geld, okay. Oh, wow. Was eine Atmosphäre hier geschaffen wird. Und wo sind wir denn hier? Hallo? Grunder. Ich habe ein schändliches Projekt in Arbeit, aber ich brauche noch mehr Schäden zur Vollendung. Ich bezweifle, dass ihr mir helfen könnt mit eurem hübschen Haar und eurem Kleidchen, aber allein der Anblick meiner Schädel muss euch Angst einjagen. Du brauchst also Schädel, ne? Oh, hi. Oh, danke. Hat sie hier versteckt, ich klaus sie einfach. Oh, noch mehr. Oh. Ja. Also, wenn du mir die einfach schenken möchtest. Sehr nett von Ihnen. Dankeschön. Ich brauche mindestens 20 Schädel für das schändliche Projekt, an dem ich arbeite. Ich arbeite dran. Dass Sie dann dran arbeiten können. Ja, genau. So sieht's aus.
Sondern ich bringe alles weg. Hier könnte sich nämlich irgendwas noch unter den Dingern befinden. Wie wir wissen. Bam. Versuche mich nur nicht selber wegzusprengen. Ist noch nicht ganz so leicht, wie gesagt. Warum lebt der Kaktus? Der speit Feuer. Unfassbar. Bam. Aber wir müssen auf jeden Fall ein paar Skelettköpfe sammeln und farmen. Stirb endlich! Mann! Nein! Oh Mann, die Schaden. Oh, Schatz. Da komm mal auf. Mann, das Geld. Brauche ich das Geld? Ich glaube, 1000 brauchte ich irgendwo noch. Oder? Ja. Bin mir gar nicht mal so sicher. Das hier ist jetzt wahrscheinlich das finale Gebiet, zusammen mit dem finalen Dungeon und das Finale des Spiels. Bevor wir zum Finale gehen, sollte ich mal auf jeden Fall mal gucken, ob wir nicht schon 100% machen sollten. Und da ist wieder so ein Schalter. Hm. Ob ich was mit dem anfangen kann, frage ich mich. Bam. Warte, hier ist so eine Hexe. Hä? Ich dachte, wir haben vorhin mit der Hexe geredet. Oder war das keine? Verdammt, Mann, die Fischschale. Ich bin fast tot. Alter, wo kommt das Feuer her? Was, das heißt, jetzt nochmal ein Kaktus. Hier, der Kaktus. Weggesprengt. Da, wo wir hingehen, brauchen wir keinen Kaktus. Ganz sicher nicht. Nice. Die droppen echt gut. Komm, droppen wir noch mehr. Und du verschwindest. Gut so. Mutterjunge. Bam, bam. Leben, Herzen. Ja, ist ein Herz. Jetzt muss ich wieder verlieren bei dem Vieh. Den Typen. Die können ja auch zurückschlagen, wie man sehen kann. Und wir haben schon, was wir brauchen. Hier gibt's auch, glaube ich, nichts mehr. Hauen wir ab. Gehen wir zurück zu der Lady. Wie ist die Grunda? Oder so? Und erstatten ihr Bericht, dass wir haben, was sie verlangt. Und ich verlange etwas in Return. Ihr habt mir 20 Schädel gebracht. Mädchen, ich habe mich geirrt in euch. Ihr müsst wohl die größte Mörderin des Blütenkönigreichs sein. Das sollte euch helfen, noch mehr Schädel zu beschaffen. Ein One-Up. Also sie verkauft einen One-Ups für 20 Schädel. Geht so, ist okay. Aber nicht das, was ich wollte. Ich sollte noch mindestens 5 Schädel haben, weil in diesem einen Haus sollte man ja von allem mindestens 5 haben, dann macht er damit irgendwas. Vielleicht kriegt man da ein Herzteil? Das sollten wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Jetzt stirbt endlich! Mann! Schwindet! Oh, Triple Kill! Ich habe das Gefühl, dass es hier oben ein Schatz sein wird. Aber klar. War klar. Ah, nur Geld. Aua, warum habe ich es getan? Ich weiß nicht. Schade, nur Geld. Boom, 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 boom. Und tschüss. Kriegt wirklich viel. Oh mein Gott, hier sind aber auch ganz viele. Und da ist Krokus als Statue. Die vergöttern ihn, glaube ich. Sie denken wahrscheinlich, er ist der Richtige. Aber das stimmt nicht. Oder sind einfach alle böse? Das könnte ich mir genauso gut vorstellen. Die wollen einfach nur auf der bösen Seite sein. Das kann sein. Wow! Wow! Hilfe! Das Feuer! Fies. Fies Feuer. Okay. Weiter nach rechts geht's, glaube ich, nicht. Nee, dafür sind die Gebirge zu hoch. Aber was haben wir denn stattdessen dann hier? Also hier ist natürlich noch was. Nee, scheinbar nicht. Okay, dann halt nicht. Aua! Hier könnte was sein. Nein! Aber Herzen! Oh, ein Schatz, ein Schatz! Eine Schriftrolle von Elissa! Was macht ihr hier? Wo bin ich dann hineingeraten? Ich liege unter einem Haufen Knochen und bete, dass die Orks mich nicht finden. Was würde ich nur darum geben, wieder im Schloss zu sein? Jetzt weiß ich, warum es verboten ist, das Ödland zu betreten. Falls das liest und ich bin tot, bitte bring meinen wunderschönen Körper zurück zu den Novizen der Rose. Ist Elissa etwa wirklich gestorben oder
meinte sie das nur so. Falls ich sterbe. Das kann ja auch so gemeint sein. Wollen wir doch mal hoffen, dass sie noch nicht tot ist und wir sie finden können. Das wäre doch sonst zu traurig. Oder? Und schau mal, wie wir angekommen sind. Hier vorne ist einfach... einfach eine Rave-Party. Ja, keine Ahnung, warum leuchtet das hier? Hier ist halt wirklich ein Schloss. Das ist ziemlich beängstigend, was hier abgeht. Das ist nichts für schwache Nerven. Ja, keine Ahnung, was geht denn hier ab? Ein kleines Rätsel. Blub, 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 blub. Dum, blub, 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 blub. Mit dem Kreis, der nun vollendet war, erwachte das knarzende Tor zum Leben. Das war jetzt wirklich nicht schwer. Und das war's? Wir können jetzt einfach so zum Ende? Warte, ist da ein Teleporter? Das ist wichtig. Den schon mal zu aktivieren kann auf jeden Fall sehr helfen. Gut, dass wir das noch gefunden haben. Aufgepasst. Oha. Ich glaube, hier ist wirklich das Ende. Ja, Ödland Schloss. Hier sind wir also. Interessant. Schauen wir uns hier mal ein bisschen näher um. Was wir hier noch so finden können. Oh, hier schauen wir nichts. Obwohl. Gib mir mal ein Item. Nee. Ne, hier ist nichts. Schön gut, dass man hier lang kann, aber ne, hier scheint nichts zu sein. Ich würde einfach nochmal die ganze Map erkunden. Bevor wir uns auf die Jagd machen nach allen Herzteilen und was war auch mal die anderen Dinger waren, die grünen Dinger. Die ja gefühlt noch ein bisschen seltener sind als normale Herzteile, ja. So ist nämlich der Hase. Der hoppelt nicht nur, der kann auch beißen. Wir sollten aufpassen. Und deren Köpfe rausziehen und mitnehmen. Für meine kleine Sammlung bei mir zu Hause. Ich habe sie alle in einer Reihe, in einem Regal. Ja, ganz süß, ganz nett. Wie komme ich nach unten? Vor allem ist da auch noch so ein... Hier geht das Schloss ja noch weiter. Ja. Achso, hier sind wir reingekommen. Ah, das ist ja eine große... Ah, jetzt erkenne ich das erst. Hier ist er auch genauso aufgebaut. Okay. Interessant. Ist das ganze Ödland wirklich nur ein riesiges Lager von denen, also deren ganz vielen Lagern? Überall nur Orks. Sonst Kisten mit Heiltränken und kleinerlei Sachen. Und so Zeug. Aber sonst scheint man hier wohl nichts zu finden. Wo hier ist noch eine Kiste? Ich guck nochmal nach. Hier was Schönes, Nettes ist. Geld. Oh mein Gott. Nein! Oh, voll die Verschwendung, ey. Voll die Verschwendung, dammit. Na, was soll's. Ah, warum ist es hier so hart zugemauert? Die wollen wirklich nicht, dass irgendwer hier durchgeht. Haut ab! Bam! Schwindet endlich! Denkst du wirklich, du kriegst mich? Schwingt er nach mir. Keine Chance, Kollege. Du kannst mich nicht besiegen. Ihr könnt mich nicht besiegen! Ich werde das Land zurückerobern! Und Krokus einfach einmal vernichten. Oder ich sag ihm ganz nett, hey, hör auf damit. Und er sagt, ja okay, war mein Fehler. Und dann ist alles nett geregelt worden. Obwohl, so wie ich Krokus mir vorstelle, ich glaube, so einfach wird es nicht sein, mit ihm zu reden. Ich will die ganzen Felsen hier wegspringen, damit die schon mal frei sind. Falls wir hier irgendwann schnell abhauen müssen. Ich weiß ja nicht. Das wäre doch mal eine coole Idee.
Und Items. Ich muss hier schon weg. Wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier weg? Ich bin in einem Kreis, in dem ich nicht sein wollte. Ich muss einen Weg hinausfinden. Ansonsten werden sie noch anfangen, mein Totenkopf-Skelett mitzunehmen und in ihren Regal zu stellen. Zu setzen. Schnell weg hier. Ich will nicht, dass das mit mir passiert. Das wäre erschrecklich. So, hauen wir schnell ab. Ich glaube, hier unten war der Teleporter. Yes. Oh, den nehme ich noch mit. Okay, und ab. Und ab. Hier, glaube ich. Nee, das ist doch falsch. Ah, wo müssen wir hin? Wo wollte ich denn hin? Nee, hier ist richtig. Ich wollte hier unten und dann noch rechts. Zu dem Haus. Weil ich glaube, das war doch das Haus mit dem Typen, der von allem 5 haben wollte. Wir haben ja jetzt alles. Mindestens 5-mal. Richtig? Doch, ich sehe hier überall. Nein, diese Geisterdinger habe ich nicht 5-mal. Sag mir bitte nicht, dass er die auch noch braucht, weil ich habe die jetzt nicht. Oh, der wird die bestimmt haben wollen. Oh nein. Wie sieht's aus? Ah, nee, doch nicht. Ihr habt alle Zutaten, die ich brauche. Großartig. Hier ist ein Geschenk für eure Hilfe. Ein Herzzahl, Lehrling des Botanikers. Huh. Okay. Es gibt sehr viele Herzteile noch, wenn ihr seht, wie viele Herzen ich doch voll machen muss. Ist doch die Frage, wo geht's denn noch lang? Wo gibt's denn noch was zu erfüllen? Wo kann ich denn noch was erreichen? Ich könnte nochmal nachschauen, ob da oben jetzt endlich mal der Händler ist. Ja, genau. Moment mal. Ich dachte eigentlich, dass hier die Zutat wäre. Aber ist sie gar nicht. Sondern hier ist was ganz anderes. Aber was denn? Ist das einfach nur ein Bonus-Dungeon? Also kein Dungeon, aber ein Bonusraum? Aha. Ja, sowas. Aber die waren ja bisher eigentlich noch gar nicht so schwer. Hatte ich zumindest den Eindruck. Schauen wir mal. Ja, das scheint schon mal nicht richtig zu sein. Boing. Boing. Ja, irgendwo hin halt. Ach so. Ja, das ist jetzt doof. Zurück. Die müssen ja so oder so, glaube ich. Nach oben. Ja, stopp. So. Hoch. Weggepackt. Jetzt einfach den hier. Zack, zack, zack. Weggepackt. Fertig. Ja, war nicht schwer. Sah auch nicht schwer aus. War auch nicht so schwer. Das Amulett fühlte sich warm an und verströmte Kraft. Die Kenntnis um den Feuerballzauber erblühte im Kopf unserer jungen Ritterin. Warum ist das der Name von Großvater so ein anderes Braun? Ich stehe auf Feueropa. Wir haben jetzt eine stärkere Feuerattacke bekommen. Oh, wir haben eine ganz andere Feuerattacke bekommen. Interessant. Wir schießen jetzt Feuerbälle. Und das explodiert dann auch auf Aufprall. Ah. Ob das so viel besser ist oder ob das generell gut ist, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Vor allem kommt es auch etwas spät. Wir sind jetzt kurz vorm Ende. Aber wenn ich gerade mal hier bin, spielen wir doch ein kleines Minispiel mit Pfeil und Bogen. Wir kennen das Prozedere. Und ich habe diesmal bisschen mehr Aim als beim letzten Mal. Würde ich mal behaupten. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich treffen muss, aber es war schon.
Tolle Spieltechnik! Dieser Preis! Ein Herzteil! Und damit kriegen wir ein weiteres komplettes Herz! Es gibt noch 6 komplette Herzen. 6 mal 4? Bei 4 Herzteile? So viel gibt's noch zu erkunden? Hier? Hab ich nicht schon genug erkundet? Oder gibt's vielleicht beim letzten Dungeon noch was? Schauen wir einfach mal in den Guide. Ich habe keine Ahnung, was ich anders gemacht habe. Auf einmal ist Stan wieder hier. Ich bin hier mehrmals jetzt im Laufe der Zeit rumgerannt. Hab irgendwie mal geguckt, ob er da ist. Auf einmal ist er da? Hä? Sehr seltsam, aber egal. Jetzt können wir ihm zumindest mal den Brief geben. Ah, ein Brief? Na, schauen wir mal. Bah, wieder nur eine Steuerhinterziehungsmahnung von der Blütenschlosssteuerbehörde. Wenn die mein harter arbeitendes Geld wollen, müssen sie kommen und sich holen! Okay. Cool. Hallöchen! Wieder eine erfolgreiche Zustellung. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Du wirst entlassen. Das Zustellungsbusiness ist nicht mehr das, was es mal war seit der Entdeckung des iPortal-Zaubers. Es handelt sich um einen einfachen Zauber, der magische Verbindungen zwischen großen Distanzen im Land erschafft. Das Portal übermittelt jedoch nur Schallwellen. Du kannst damit also nur Gespräche führen. Ha, ich frage mich, ob jemand in der wippenden Blume Jennifers Portalnummer weiß. Ja, das ist für dich. Danke für deine harte Arbeit. Ich melde mich bei dir, wenn die Geschäfte wieder anziehen oder so. Ein komplettes Herz, dein Herzcontainer sogar. Briefträger-Achievement. Yay, wir haben das jetzt auch immer abgehakt. Das war wirklich die letzte Aufgabe. Ich dachte, es kommt noch mindestens eine, aber... Ne? Das war schon. Na gut, dann spreng ich alles in die Luft. Ah, ich spreng alles in die Luft, alles geht kaputt. Ah. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon hatten, aber ich bin gerade dabei, die Herzteile alle zu finden. Und hier bei Gabby kann man ein Glücksspiel verwagen. Oh! Oh, war mehr Energie. Kann ich nochmal? Oh. Das ging ja einfach. Gibt's noch was? Oder habe ich jetzt alles? Nee, da ist noch was. Da ist noch mehr Energie. Das ist der letzte Schatz. Zumindest wird es einem gezeigt, dass es da noch was gibt. Na komm. Immer weiter versuchen. Irgendwann krieg ich's. Die goldene Mitte. Das ist die goldene Mitte. Verdammt. Okay, Moment. Ich krieg das hin. Yeah. Wow. Noch was? Du hast bereits alles gewonnen. Alle Preise gewonnen. Danke fürs Mitmachen. Okay. Dann haben wir das auch abgehakt. Nice. Ich habe herausgefunden, wann Stan kommt. Er kommt immer zu einer bestimmten Uhrzeit, wie es scheint. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Uhrzeit ist zwischen 9 Uhr und 17 Uhr. Ich weiß auch nicht, warum das so gemacht wurde, aber ich bin übrigens hier wieder unten im Gras, in Graslandschaft gegangen. Denn er hat ein Angebot für mich. Aha. Das bringt euch das hier im Schlamassel. Glaubt mir, ich benutze das ständig. Ach so, dann verkaufen nur noch diese Dinger. Okay, aber das wollte ich nur sagen, da ich das herausgefunden habe oder zumindest gelesen habe. Ja, kaum, wo das jetzt geholfen hat. Hier in diesem Bildschirm, in diesem Bereich vom Wald, da unten seht ihr mich. Hallo, ich bin der rote Punkt. Gibt es einer von diesen, ja, ich sag mal, einer von diesen paar Button-Puzzles, so werden die genannt. Das sind einfach diese Knöpfe. Da muss man stehen bleiben, damit aktiviert. Wenn man weggeht, sind sie nicht mehr aktiviert. Und dann gibt es da mehrere von. Hier ist zum Beispiel noch eins. Und hier ist noch eins. Ich glaube, das sind nur diese drei in diesem Bildschirm. Und ich habe das nie gecheckt. Und ich glaube, jetzt habe ich es aber gecheckt. Ich habe es da gerade kaputt gemacht. Deshalb muss ich nochmal raus und rein aus dem Bildschirm, damit das sich alles wieder resettet. Und zwar, was ich glaube, wie man es machen soll. Weil es gibt ja kein Item, wodurch wir uns vervielfachen können oder sowas. Es gibt ja kein Minneschwert, weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir die Vasen nehmen sollen. Und sie dann dahin stellen.
weil das funktioniert ja. Vasen sind ja auch schwere Objekte in dem Spiel. Die kann man da hinstellen. So. Und hier ist die letzte Vase. Nur aufpassen, dass ich nicht sterbe wegen dem Typen. Oder ich bleibe einfach stehen. Passt schon. Und dann kriegen wir eine Kiste. Yay. Mit dem Herzseil. So, gelobe ich es mir. Hey, das ist nochmal Stan. Hey, ihr nehmt ja noch. Ich schwätze nur wegen dem Herzseil, das ich euch letztens verkauft habe. Aber ratet mal, wer braucht mehr Lebensenergie, wenn man unbesiegbar sein kann? Ein Stück von dem... Also, nee, das brauche ich gar nicht. Aber nett von dir. Aber wisst ihr, was ich gerade hier gefunden habe? Da, da ist der rote Punkt. Blablabla. Man kann hier einfach durch. Wo sind wir hier? Geht's hier weiter? Kann ich hier eine Bombe werfen? Ja, wieso kann ich hier durch? Das ist seltsam. Oder... Hier kann ich auch noch durch. Oh, heiliger Ritter. Spreche mit mir, uralter Ritter. Verdammt mich. Welch Tor wagt es zu stören meinen ewigen Schalf? Empfangt den Segen. Ich glaube, der sollte im Schlaf stehen. Empfangt den Segen dieses roten Herzdingens und seht zu, dass ihr verschwindest. Verdammt mich zum Teufel. Okay. Entschuldige, großer heiliger Ritter. Ich werde dich in Frieden ruhen lassen. Hilfe. Ich habe großen Respekt vor ihm. Ja, ihr seht richtig. Ich bin nochmal zurückgegangen zum ersten Dungeon. Und zwar, na gut, das sieht man jetzt auf der Map nicht, aber halt dieser, ne, der erste Dungeon, wo man die erste Zutat bekommen kann. Und hier in diesem Raum, der laut dem Walkthrough, den ich gerade durchgehe, um die 100% zu bekommen, das ist der Mickey Mouse Raum, weil das aussieht wie so ein Kopf mit zwei Mickey Mouse Ohren. An dem rechten Ohr, hier wo ich gerade bin. Ja, machen wir so. Gibt es einen Riss? Ein Riss in der Wand. Und ja, da drin habe ich tatsächlich mein Herzteil übersehen. Wodurch wir einen weiteren Herzcontainer erreichen, da wir jetzt wieder vier weitere haben. Ist das nicht toll? Und ich glaube übrigens, dass wir nur noch drei von diesen grünen Dingern sammeln müssen, damit wir dann alles an Energie haben. Ja. Okay, ich such doch mal weiter. Wisst ihr, mir ist was beim Inn aufgefallen. Und zwar haben alle Tische eine Kerze. Bis auf die oberen beiden nicht. Aber hier kann man nichts machen. Und den ganz unten links nicht. Und wenn ich da dran gehe, steht er bei mir ziehen. Das heißt, ich kann hier ein Loch entdecken. Und wo führt mich das bitte wieder hin? Zu einem weiteren Geheimnis. Warte, hatten wir das nicht schon? Moment. Mist. Bin mir gerade nicht sicher, ob wir das schon hatten. Na toll, ich kann das auch nicht so aktivieren, oder? Nee. Fehlt die Energie hierfür. Also nicht körperlich, sondern im Spiel. Okay, komm, wir drehen kurz eine Ehrenrunde. Oder machen es jetzt? Nee, okay, ist auch dumm. Nee, ich drehe eine Ehrenrunde. Bin mir nicht sicher, hatten wir das hier schon? Kann sein. Kann sein. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Energie. Boom. 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 Now go into my room. Und wir spenden die Night together. Wo sind wir? Ja. Wo kommen wir wieder raus? Okay. Herzteil. Nein, das haben wir wirklich noch nicht gehabt. Aber genau so ein gleiches Rätsel hatten wir aber schon mal. Ha. Huh. Ach stimmt, hier gibt es auch nochmal so ein Rätsel. Ich glaube, man kriegt nichts hierfür, weil das steht nicht in meinem Walkthrough da unten. Aber ich kann es da trotzdem mal machen. Zumindest, falls ich hier was finden sollte. Ha, Kollege, du hast schön ganz viele Sachen bei dir. Ich nehme die mal dir ab, ja? Ja, ich kaufe mir mal den Trank ab. Ich habe so viel Geld und ich habe das Gefühl, er könnte mir vielleicht noch was anderes verkaufen. Ich weiß nicht, ich muss noch mit ihm reden. Vielleicht kann er mir noch andere Sachen verkaufen. Und ich kann damit nicht runterspringen. Ja, ich muss jetzt extra den ganzen Weg drumherum latschen. Oh Gott. Okay. Ich hoffe, das lohnt sich am Ende. Die Gegner nerven natürlich nur ein bisschen, aber ansonsten nervt mich nur, dass ich so verdammt langsam dabei bin.
Weil ich. Das ist ja langsamer als G-Tempo. Oh Mann. So. Das ist der zweite. Hier sind nur vier, obwohl es ja aussieht, als würde hier noch einer fehlen. Wenn er mich fragt. Aber Moment. Ich mach einfach hier eine Bombe hin. Und stelle mich dann auf die andere Seite drauf. Perfekt. Das hat geklappt. Aber. Ist es auch ein Herzteil oder? Nur ein Trank der Sonne zur Unsterblichkeit für eine kurze Zeit. Ja, na gut. Freunde, in der nächsten Folge werde ich an mehr Sachen handeln. Ja, so gesehen mehr Herzteile und mehr von diesen grünen Kristallen, die wir brauchen. Und wenn dann noch Zeit ist, dann fangen wir sogar noch den Dungeon an. Aber vermutlich werden wir sogar anfangen. Ich bin komplett ausverkauft. Ihr habt alles gekauft, was ich habe. Dank euch kann ich es mir leisten, meine Kinder zum Studium und zu den Novizen der Rosen zu schicken. Entweder das oder ein neues Boot für Kapitän Stan. Mal sehen. Danke, Stan, für deine Kooperation. Wie ihr mich angeguckt.